Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ukulele. Bam, bam, bam. Heute reden wir mit Dr. Puss. Wir sind bereit, Doc. Schmeiß die Marine an. Die Maschine, meine ich. Und fantastisch. Stellt euch einfach da drüben auf meinen Dinator. Bist du sicher, Yuka? Ich will nicht auf meinen Sushi-Teller enden. Das wird schon. Was kann da schon groß passieren, außer dass wir uns in eine Blume verwandeln? Seid ihr bereit zur Transformation? Ja. Transformier uns. Ist das auch zeitlich begrenzt? Sounds in, wir sind eine Blume. Es war so klar. Ach du meine Güte, das ist kein T-Rex. Tja, nun, da kannst du jederzeit Z verwenden, um mit deinem Pflanzenspray zu schießen. Das wird sicherlich noch bewähren. Hey, Sonnenschnitte, komm her und gib dir etwas Aufmerksamkeit. Ja, ich bin hier, um euch zu bestäuben. Guten Tag. Für so etwas ist es noch ein bisschen zu früh. Mein Lieber. Hey, Schöne. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Meine Pflanzenschwestern könnten eine Schnickelflora wie dich in ihrem Leben gebrauchen. Ich sag dir was, wenn du meinen Schwestern beim Wachsen hilfst, belohne ich dich mit einem romantischen Geschenk. Was sagst du? Na klar. 1 von 6. 2 von 6. Okay, das wird jetzt schon wieder schwieriger. 3 von 6. Als Pflanze unterwegs, das ist ein Highlight. 4 von 6. In den 5 von 6 komme ich nicht ran. Ja, ist ja mies gelaufen auf jeden Fall. 5 von 6. Er ist ja echt mies, dass die nicht richtig springen können. Sieht auch recht witzig aus, die kleine Spinnenfräulinge. Kackwurst. Ich finde es einfach noch ein bisschen zu früh, dass ich die bestäuben will. Ich krieg das als Pflanze ja nicht kaputt. Achso, ich kann sie wegschieben. Oder? Oder muss ich mich jetzt extra zurückverwandeln, dann das runterschießen und dann nochmal? Nee, ich krieg das auch so weggeschoben. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Fall runter. Gott. Danke. Immer noch nicht ganz runtergefallen. So, geschafft. Jetzt wird hochgesprungen. Und bestäuben. Und jetzt gib mir das Geschenk. Danke, dass du meine Schwestern beim Wachsen geholfen hast, Sahneschnittchen. Du hast sie völlig von den Wurzeln gehauen. Hier ist ein romantisches Geschenk. Puzzleteil. Ja. Pagey Nummer 8. Gib mir Pagey Nummer 8. Also es wird ja kaum mehr als 10 Pages in einer Welt geben. Aber ich weiß, dass es noch so eine Pflanze gab. Kann ich als Pflanze eigentlich auch unter Wasser dürfen? Ah, nee. Und Wasser ist also instant zurückverwandelt. Gut zu wissen. Aber ich möchte mich nochmal verwandeln. Das war nicht die einzige Pflanze, daran würde ich mich erinnern. Es war 100% noch eine Pflanze.
am Rumgeigeln. Und da meinte ich noch zu dieser Pflanze so, ey, die müssen ja irgendwas bedeuten. Ist die Frage einfach nur, wo war die? Da hinten ist sie, glaube ich. Hat die was anderes von mir? Guten Tag. Hey, Schönheit, erzähl den Echsen und der Fledermaus nichts davon, aber in der erweiterten Version dieser Welt ist auf dem Monument ein Spezialtricks-Strecker, Strecker versteckt. Der Auslöser, um das Geheimnis zu offenbaren, ist allerdings ziemlich gut versteckt. Ich glaube nicht, dass du ihn finden wirst. Was will ich? Okay. Also erwartete Version, also eine erweiterte Version, die haben wir nicht. Ist auf dem Monument ein Spezialtrick versteckt, Stecker versteckt. Der Auslöser ist ziemlich gut versteckt, aber es ist ja jetzt nicht die erweiterte Mission. Kann ich eigentlich jetzt hier so normal hochspringen? Ja, kann ich. Gut. Nützt mir nur nichts. Jetzt frag ich mich wiederum. Habe ich hier noch was zu tun oder kommen wir langsam an die Grenzen dieser Welt? Natürlich haben wir noch nicht herausgefunden, wie wir dieses eine Ding da besiegen, was uns unser achtes Puzzleteil geben würde. Und dann müssen wir noch ein Ding jetzt ganz neu finden. Also so ein kleines Männchen. Eins wissen wir zwar, wo es ist, haben es aber jetzt verloren. Und ich glaube, dass, ja, hier ist es. Also hier ist es auf jeden Fall wieder in der Nähe. Vielleicht kriege ich das auch hier mit. Mit diesem Samen. Nee, das will nur durch so nah anscheinend aufgedeckt werden. Nützt uns gerade aber nichts, weil wir gerade nicht in der Form sind, um hier Sachen zu beanstanden. Ja, das nächste Problem wäre dann... Okay, wir können hier nicht wirklich gegen diese Gegner kämpfen. Das ist ein bisschen belastend. Aber vielleicht gegen dieses Ding. Aber ich komme da nicht mehr hoch. Kann es sein, doch komme ich. Ich will. Wenn ich mir Mühe gebe, komme ich da locker hoch. Oder soll man da nicht rein? Da kann ich das ausnutzen. Das Exploiten. Geh ich halt von oben rein. Da ist noch so eine Pflanze. Hey, Sonnenschnittchen! Erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber in der Nähe des hungrigen Schweins im Dschungel versteckt sich ein Geist. Das weiß ich. Wenn du schon hier bist, kannst du mir auch eine Blätter... Was sind denn... Was sind Blätter? Wenn du schon hier bist, kannst du mir auch direkt meine Blätter massieren. Nö. Mach das selber. Ich bin ja hier nicht... Deine Pflanze für alles. Okay, scheinbar gab es nur eine Mission, mit, die wichtig war. Und den Rest haben wir schon selber rausgefunden. Das mit dem Geist war ja offensichtlich. Okay, das scheint ihn nicht wirklich zu kratzen. Muss man ihn also auch wieder anders bedrohen. Wir haben ja jetzt alles. Jetzt verwandeln wir uns mal bitte zurück. Die wollen ja nicht mit mir reden, diese Viecher. Das macht nichts. Ich muss den auf jeden Fall jetzt irgendwie... So, dann setze ich einfach meine Sonarwelle ein von hier.
Hey, der hat einfach ein Schutzschild. Kann gegen dieses Schutzschild nichts machen. Und ich kann auch hier nichts. Ne. Kann hier nichts kaputt machen. Nichts. Ja, wir sind hier ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo ich gerade echt nicht weiß, was wir machen sollen. Also wir können dieses Ding aus dem Wald holen, ja? Das ist okay. Hier muss es auch noch irgendwo was geben. Das letzte Schwein. Aber wo hat sich das letzte Schwein versteckt? Da hieß es ja in der Nähe von so einem Eingang. Vielleicht kann ich jetzt hier rein und es passiert was. Vielleicht aber auch nicht. Das ist halt die gute Frage. Und das ist auch eine berechtigte Frage. Kann ich in die Mitte? Da passiert nichts. Ich kann nicht an die Seiten? Da passiert nichts. Und ich komme immer wieder in dieselben, quasi in dieselben Ecken raus. Und hier ist auch... Ich sehe hier auch kein Schwein. Und es hieß ja, hier geht dann diese erweiterte Welt. Aber hier ist auch keine Höhle, wo sich das Schwein verstecken kann, so wie es hieß. Oder ist da drunter etwa was? Muss ich da etwa jetzt zum ersten Mal dieses Ding ins Einsetzen, dieses Kriechen? Nee. Hier ist nichts. Ich muss nämlich echt, ich muss dieses Kriechen noch gar nicht einsetzen. Hier ist aber auch nichts. Hätten sie ruhig schon was verstecken können. Für Leute, die sich jetzt die Mühe machen, extra darunter zu fallen. Oh, hier ist nichts. Ja, und für Leute, die sich extra die Mühe machen, darunter zu fallen. Das ist ein schöner Luxus. Es kann sein, dass meine Codierungseinstellungen, die lecken gerade. Es kann sein, dass da manchmal was fehlt. Das kann ich aber hier zumindest. Kann ich Sachen verbrennen. Wie lange ist die Frage? Wo ist denn hier... Wo ist denn jetzt das Ding? Dann kann ich nicht mehr Sachen verbrennen. Ja, ist schon zu spät, ne? Ja. Schade. Kann ja nicht sein, dass ich hier sonst nichts mehr machen kann. Warte mal. Nee, es nützt mir auch nichts. So ein Ding jetzt mit höheren Sprung oder so. Alter. Krieg ich da nicht eine Fähigkeit? Die hat zwar gesagt, ich darf nicht mehr als eins erweitern, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln, nicht wahr? Aber nicht auf der Seite. Aber hier. Was ist das denn überhaupt? Aber vielleicht muss ich da mit der Pflanze hin. Hä? Besiege 100 Feinde. Sammelt 10 Pages. Ich hab das für die 5 Pages schon. Ach so. Ja, schlecht. Muss ich bestimmt mit der Pflanze hin. Schnell gucken, wo die ist. Und mal die Pflanze holen. Hat diese Folge halt auch wenigstens eine Berechtigung. Ja, ich verwende den gerne. Also bis jetzt, muss ich sagen, ne, gefällt mir das Spiel richtig gut. Ich bin richtig begeistert von dem Spiel.
Und wir haben jetzt auch hier nicht mehr dieses Problem mit der Zeitverwandlung. Ich meine, das war eine Zeitverwandlung, oder nicht? Diesen Roboter verstehe ich zwar immer noch nicht, was man da jetzt genau machen muss, aber ich bin mir sicher, dass diese Blume hier bestimmt irgendwas reißen kann. Komm schon. Nein, nichts. Was soll ich mir damit sagen? Diese Blume ist einfach nur aus Deko-Gründen da. Gott. Man kann es aber übertreiben. Warum haben sie das dann nicht auf die andere Seite auch gemacht? Um mich zu verwirren. Die wollten unbedingt... Ach, auf der anderen Seite vom Tempel ist das. Hier habe ich alles eigentlich schon aktiviert. Hier habe ich auch alles geholt. Ich habe... Ein Pagey gibt es noch da. Bei ihm. Ja, das sind dann, ist dann Pagey Nummer 9. Ja klar. Und ein Pagey halt von dem Roboter. Pagey Nummer 10. Das sind aber schon wieder mehr als 10 Pageys, weil ich muss ja noch ein Pagey von diesem Geistding bekommen, was wir uns jetzt holen. Was hier auf der anderen Seite ist. Das weiß ich wenigstens. Genau da in dem Wald. Und was ist mit den Schweinen? Okay, scheinbar, klar, gibt es in einer Welt vielleicht 20 Pages und 200 Noten? So nah. So. Haben wir aber auch nur 2 von 4. 3 von 5. Was macht der Schweinebär? Das ist weg. Bitte jetzt mit mir auch verstecken. Das Arschloch. Hat sich einfach verkrümelt. Manchmal muss man echt ausfällig werden bei diesem Spiel. Aber nach wie vor, alles in allem, fehlen uns noch Sachen. Hier war ich ja oben ohne... Klar, ich war hier oben und da war nichts. Und dieses Pflanzending hat mir gesagt, ja, in der erweiterten Welt, da ist da oben was. Aber den Schalter findest du nie. Was ich finde und was nicht, entscheide immer noch ich. Und nicht irgend so ein durchgeknallter Fuzzi-Kopf. Hier muss ja auch noch irgendwas sein. Ah, vielleicht versteckt sich hier auch in der Nähe... Der letzte Schweinekopf. Obwohl er ja von der Höhle geredet hat. Aber trotzdem sollte man alles in Erwägung ziehen. Das letzte Mal, als ich hier war, bin ich ja runtergefallen. Beziehungsweise wurde mit leeren Händen zurückgeschickt. Und sollte nichts bekommen. Aber diesmal habe ich Großartiges vor. Und zwar mal zu gucken, was hier alles ist. Wir waren da, dieses Plateau. Hier ist dann irgendwas versteckt, auf jeden Fall. Das ist jetzt auf jeden Fall klar. Und egal wie oft ich auf jeden Fall sage, macht's nicht besser. So, hier ist aber auch nichts. Mit Kazooie hätte ich jetzt hier langfliegen können. Oh, man kriegt doch Fallschaden. Und hier ist noch so eine Blume. Mit der habe ich auch noch nicht geredet. Da muss ich auch noch mal reden. Auch wenn dieser Weg ganz schön weit ist bis hierhin. Und hier, weil dieses Tor muss ich ja auch noch irgendwie aufkriegen. Und unter Wasser, da geht es ja auch noch weiter. Aber ich glaube, wir können langsam endlich mal aus der ersten Welt raus. Und gucken uns dann natürlich direkt mal die nächste Welt an. Jetzt noch nicht, aber das könnte schon in den nächsten Parts passieren. Weil so abwegig finde ich das gar nicht mehr, dass es jetzt noch länger dauert. Die sagt mir bestimmt, wie ich dieses Tor da aufkriege. Oder was ich unter Wasser machen muss. Bin gespannt.
Ich würde jetzt sagen, schreibt mir in die Kommentare, was ich machen muss. Aber da ich alles voraufnehme, ist das schwierig. Hey, heißer Feger. Erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber in der erweiterten Version dieser Welt ist auf halber Höhe des Monuments ein Schmetterlingsschub versteckt. Danke. Total wichtige Information. Ich freue mich. Scheinbar ist hier erweiterte Version only. Die blubbern sich auf jeden Fall gegenseitig hoch. Ach stimmt, so nah. Die Art, wie man sich unter Wasser verständigt. Ich muss hoch. Jetzt kriegen die keine Luft mehr. Ja, da hat schon angefangen. Und so nah kann ich bestimmt auch vieles unter Wasser tun. Vieles, aber auch nicht einiges. Die wollen mit mir nicht reden. Immerhin habe ich die bestäubt. Diese Lose. Ja, so wie es aussieht, ist da noch eine Feder. Hab ich die übersehen? Ich meine Note. Ich übersehe ständig Noten. Die holen wir uns noch. Augen wir. Ach, die ist auf der anderen Seite deswegen. Einfach mal hoch. Siebzehn. Gut. Dann war das auch. Hier ist eine kaputte Brücke. Sollte ich nicht nochmal versuchen, rüber zu springen? Das hat schon beim ersten Mal nicht so gut geklappt. Hier unten war ich eigentlich noch gar nicht richtig erkunden. Hier war ich nie drin. Doch, hier war ich, habe ich die Münze geholt. Eigentlich sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich bin immer noch ziemlich davon überzeugt, dass wir hier noch irgendwelche Sachen finden können. Wie zum Beispiel diesen Roboter töten. Oder der tötet uns. Aua. Aua. Vielleicht bin ich tot. Hätte ich verdient. Hier gibt es verschiedene Monumente. Und ich check nicht, wo hier irgendwas unter dieser Höhle sein soll. Hier vielleicht. Nee. Alles, was hier ist, ist ein Abgrund. Moment. Ich weiß, ich war gerade da unten. Aber wir hatten doch gesagt, das letzte Schwein versteckt sich irgendwo hier unten. Aber es kann auch wieder nicht sein. Ah, die Folge wird zu lang. Das ist wieder so ein Ding. Aber das frage ich jetzt nicht nochmal. Das will mir wieder nur ein Geheimnis erzählen, was kein Mensch braucht. Oder kann ich hier irgendwo rein? Hier zum Beispiel. Vergessen, wie man sich dockt. Ach so. Ja. Hier ist nichts. Ich weiß, ich will das jetzt unbedingt sehen. Ja, und damit, das war das Zeichen für uns, die Folge zu beenden. Weil im Abgrund ist einfach nichts. Bis dahin. Ich freue mich auf die nächste Folge. Abonnieren, wenn ihr Lust habt. Tolerieren, wenn ihr Lust habt. Und alles machen, was ihr Lust habt. Aber Hauptsache, die Daumen fließen nach oben. Gute Nacht.